Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video und ihr seht es, wir sind wieder zurück in der dritten Folge Bus Simulator 18 und natürlich bin ich wieder nicht alleine da. Denn ich bin auch wieder da. Und das letzte Video ist wirklich echt krass abgegangen, sowohl auf TikTok als auch auf YouTube und deswegen dachten wir, wir hatten echt mega Spaß bei den Aufnahmen. Ihr habt Spaß beim Zusehen, also machen wir doch nochmal eine richtig schöne Folge und diesmal seht ihr schon, wir haben die Strecke 5 und hier Streckenzeit eine Stunde. Eine einzige Fahrt. Das heißt, das könnte ein sehr lustiges und auch längeres Video werden. Also macht euch auf was gefasst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal direkt in die Kooperationsfahrt rein. So, und diesmal fahren wir hoffentlich auch in die korrekte Haltebucht. Ach so, ja, das stimmt, das war ja letztes Mal schon. Ja. Bei mir bist du übelst am Backen. Wie das letzte Mal, weißt du? Wo dieses Hinterteil so hoch springt. Ach so, ja, vielleicht sehe ich das ja gleich auch wieder. Das passiert auch wieder. Ja, du kriegst Fahrkarten, aber dann halt auch dann. Also ich gebe dir nur die Fahrkarten, wenn du die Schnauze hältst, okay? Jetzt nehme ich die scheiß Fahrkarte, du F***. Und hör auf zu hupen, du Arsch! Ich fahr ja schon. Komm, steig ein, du Idiot. Ja, steig doch ein, weißt du? Und dann geht die Tür nicht zu. Busse haben immer Vorfahrt. Ja. Das sollte man auch ins Grundgesetz schreiben. Ah! Ich habe einen Fußgänger angefahren! Was machst du auch? So, jetzt mach mal. Scheiß LKW vor mir, ich kann nicht in die Haltebucht fahren. Was braucht denn alle eine Fahrkarte, ihr Idioten? Hör auf zu gehen, du Woche Standard. Hinter uns steht einfach ein LKW. Ich sehe das im Rückspiegel. Da steht einfach ein LKW quer. Mensch, Tim, was hast du denn schon wieder gemacht, du Idiot? Ich war das nicht. Ich mach die zu, aber der macht die nicht zu! Tschüssi. Jetzt mach! Nee, nicht tschüssi. Doch, tschüssi. Ey, jetzt fährt er hier. Nicht tschüssi! Nicht tschüssi! Oh, shit. Warum bremsen sie nicht einfach, wenn etwas vor ihnen ist? Ach, halt's Mull. Der ist mir reingefahren. Du musst links! Ich muss nicht links. Doch, wir müssen links. Da kannst du mal weggehen. Ich hab eine längere Strecke. Ey! Ey! Ich komm hier nicht weiter, wenn du im Weg stehst. Ich komm da auch nicht weiter. Ja, weil du mir nebendran gefahren bist, wenn ich da losfahren will, weißt du, fährst du nebendran. Alter! Ey, jetzt der Rückspiegel. Ich sehe in deinen Bus rein. Ich sehe auch in deinen Bus rein. Boah, Mann, hau doch mal ab! Seht ihr auf die Straße? Ich gucke auf die Straße! Da ist er weg. Das gebe ich mir nicht. So, ja, abruptes Bremsen am Arsch. Aber ich bin pünktlich, das war schon mal was. Wollt ihr vielleicht auch einsteigen? Nö. Ey, die hat die Tür blockiert. Was bist du denn für eine Nuss? So, rein jetzt hier. Schneller, wenn es geht. Oma, du musst auch nicht so gucken. Weißt du, die guckt als weiß nicht. Du brauchst eine Tageskarte. Ja, am Arsch. Warum ist der Lautsprecher? Was ist denn? Was? Das war nicht ich. Was? Wollen die auch despawnen? Was machst du da? Ich habe nichts gemacht. Das war's. Ich bin so hier hingekommen. Das war eine Umleitung. Heißt, jetzt hänge ich in der Luft. Jetzt passt du links auf die KI auf, wie die da steht. So, ab zur Freefeld-Siedlung. Obwohl, nee, weißt du was? Ihr könnt mich am Arsch mit eurer Freefeld-Siedlung. Ihr fahrt euch hier gegenseitig rein, ihr. Hier passiert jetzt gar nichts mehr. Los, Auto, tschüss. Weg mit dir. Hast du jetzt die Haltestelle geskippt? Ja! Also, ich hab niemanden vergessen. Halt's Mull. Die Oma ist durch den LKW gegangen. Hallo! Was macht der denn jetzt hier? Wird das hier nochmal was? Machst du da? Ich weiß auch. Aus wer? What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab einfach weg. Ich hab keinen Fußgänger angefahren. Was ist denn los? Ja, Tim, was machst du denn? Oh, warte, ich helf mal nach eben. Jetzt einfach nur so ein Erdbeben auf einmal. Was machst du? Ja, die stehen ja alle im Weg. Ja, fahr doch mal weiter. Die stehen alle im Weg, jemand nach. Haben sie einen an der Waffel? Ja, hab ich. Und jetzt halt's Mund. Alter, was ist denn jetzt passiert? Ich komme hier nicht weiter. Alter, was ist jetzt? Mann, jetzt muss ich einen Umweg fahren. Das Junge. Ah, jetzt verschwinden die ganzen Zeugen. Aua. Zeuge. Weg mit den Zeugen. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Alter, kannst du aufhören, mir hinten reinzufahren? Die fahren einfach. Jetzt beweg deinen Arsch. Der fährt extra in mich rein. Sammelrand! So, jetzt. Oh. Och, jetzt. Also, nur weil ich dich angefahren habe, ist das kein Grund, stehen zu bleiben. Fahr einfach weiter. Och, come on, ey. Ihr seid doch alle zu blöd zum Fahren, ey. Wenn ich in euch reinfahre, dann habt ihr Platz zu machen. Habt ihr das verstanden? Dann habt ihr gefälligst, auf meiner Seite zu stehen, ja? Nee, auf der anderen Seite. Alter! Ich flieg einfach weg. Alter, kannst du mal weggehen? Ich seh das nur im Rückspiegel, Digga. Oh, da ist ein Auto im Weg. Ja, scheiß auf das Auto, Digga. Ja, Straßenblockade. Hau auf jetzt!
Ja, ja, Mensch, ja, ich kann mich befreien. Oh nee, jetzt kommt der nach. Mensch, was stehen ja auch Autos, also ja, wirklich. Oh, Stückchen für Stückchen. Leute, Stückchen für Stückchen. Ja, ja. Wir befreien uns, wir befreien uns, wir befreien uns. Nein, der kommt nach, der kommt nach, der kommt nach. Kannst du mal abhauen? Ja, jetzt ist gerade der Geschlechtsakt. Der Geschlechtsakt ist gerade zwischen den Bussen. Was ist denn da? Da fährst du immer die Galle statt. Oh Mann, ey. Ich dachte, du könntest fahren. Du schläfst mich mit, ich hänge in deinem Gelenk. Jetzt hat der mich umgedreht. Ha! Also, ne. Jetzt entführe ich meine Passagiere deswegen. Jetzt gibt's eine Geiselnahme. Jetzt gibt's eine Geiselnahme. Damit ihr das verstanden habt da hinten. Liebe Fahrgäste, ihr seid in absoluter Not, denn ich entführe euch jetzt noch 50 Unfälle auf dem Weg. So, LKW aus dem Weg, du Arschloch. Fahrt aus dem Weg, ja? Wenn ich in die Kreuzung fahre, dann habt ihr im Hintergrund hat ein Auto einen Backflip gemacht. Übrigens, Leute, wir planen auf jeden Fall noch eine Folge zu machen. Dann seht ihr nämlich, dann ist mein Bruder nämlich in Witten und er kann dann auch auf seinem PC aufnehmen, weil aktuell ist er bei mir, da spielt er auf dem Laptop. Und beim nächsten Mal seht ihr noch die Perspektive von meinem Bruder. Ja, das haben wir letztes Mal schon angekündigt. Jetzt haben wir aber spontan uns dazu entschieden, das doch nicht zu machen. Weil das Video so gut bei euch angekommen ist. Jetzt ist es irgendwie auch schon 3 Monate alt. Es kriegt immer noch 80 Aufrufe die Woche. Ist auf jeden Fall sehr komisch. Aber ich habe jetzt auch irgendwie 5 Haltestellen ausgelassen. Scheiß auf die Haltestellen, hä? Ganz ehrlich, die Leute können mal zusehen, wo der Pfeffer, also... Ja, können laufen. Ah, da vorne ist eine Kreuzung. Hier ist ein Bahnübergang, darauf scheiße ich jetzt mal. Oh mein Gott. Links! Mann! Gib doch Gas! Ey, der kann bergauf nicht mehr als 40 fahren. Oh, ich glaube, ich komme dir entgegen. Oh moin. Du weißt schon, dass das die falsche Richtung ist. Ja, scheißegal, weg da. Ah! Ja, du hast jetzt Scheiße gebaut, mein Freund. Du hast Scheiße gebaut. Ich hab keine Scheiße gebaut. Ah, doch, du bist falsch abgebogen. Also jetzt beweg dich aus meinem Sichtfeld. Ich wollte dir nur entgegenkommen, ja? Entschuldigung. Ich will dich nicht. Ich bin der Abschleppdienst. So. Oh, tschüss. So einfach geht das. Das war Alter, da unten bist du. Ich geh dir aus dem Weg, du mieses Dreckschwein. Alter. Oh, doch nicht. Oh, ja. Alter, das Auto, Junge. Wie dein Bus gewackelt hat. Jetzt gib doch Gas, du Fettsack. Sekunde, ich schieb dich jetzt meinen Motor, jetzt haut er mal ab. Ich schieb dich jetzt. Los, aus dem Weg jetzt, ja. Moment da. Stillstand auf der A1, 2 Busse sind sich entgegengekommen. Mal gucken, wer zuerst. Jetzt muss ich mich wieder zurücksetzen, du Arsch. Oh, ich bin moin. Vor dir. Du Opfer. Was ein Opfer. Du bist mir reingefahren und ein Passagier sagt mir, haben Sie einen an der Waffel? Ja, der da hinten hat einen an der Waffel. Du hast auch einen an der Waffel. Nee, du auch. Noch viel größeren, Alter. Biegt der falsch ab und fährt mir frontal ins Gesicht. Such dich jetzt. Ich weiß gar nicht. Ich hab auf Zurücksetzen gedrückt. Jetzt bin ich einfach komplett woanders gespawnt. Ja, tschüss. Ja, nichts. Tschüss, tschüss. Ich komm jetzt. Ey, der LKW überholt mich. Ne, den rase ich jetzt. Also den. Ja, die Schranke war doch auf. Ey, der LKW ist so viel schneller als ich. Der hat mich gerade überholt auf der linken Spur. Obwohl man nur ihr eine Spur nutzen darf pro Richtung. Den. Also der kriegt jetzt noch eine Strafe. Und wie man sieht, ich hole ihn ein. Und man sieht, es ist Obst im Haus. Richtig so. Nicht auf den Hydranten. Nein, fällt dann Steine weg, Mann. Ich hab ihn gleich. Ich verliere meinen ganzen Vorsprung. Weil da irgendwelche Straßenschilder im Weg stehen. Die so... Die ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, er bremst. Und jetzt... Okay. Och, Mann! Ich mach die Türen im Fahren auf und der Passagier sagt nur so, absolut pünktlich, danke sehr. Oh, es kommt ein Zug. Es kommt ein Zug. Es kommt ein Zug. Und das wisst ihr, wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, okay, da. Wo ist der Zug? Ja, da kommt er. Ja, ich wurde wegteleportiert. Jetzt bist du weiter weg von mir. Nee, ich bin nicht weiter weg von dir. Ich komme dir jetzt entgegen. 0,4, 0,5. Ich komme dir jetzt entgegen. Jetzt wurde ich ausgebremst. Weil das LKW in mich reinfährt. Jetzt fahr doch da weg, ey. Soll ich mich zurücksetzen? Der kommt doch jetzt. Ja, nee. Ah! Mann, fahrt doch mal, ihr Affen. Scheiße. Servus. Ich bin mitgerissen. Warte und mal, ich muss doch von hinten kommen. Schönen Tag noch. Wo bist du jetzt vorbeigefahren an mir? Ey, ich komm hier nicht weg. Jetzt mal ernst. Resette doch. Mach ich 8 Mal, ich komm immer an der gleichen Stelle raus. Bist du auf der anderen Stelle? Oh, LKW bewegt dein. Oh. Ja. So, okay. Jetzt,
Jetzt kriegst du richtig Ärger, mein Lieber. Ich hab dir nichts getan, du bist schon wieder weg. Du und dein scheiß Fahrrad. Ich bin halt Alter, was hast du hier gemacht? Ich bin halt ein Profi. Hier liegt ein LKW im Kreisverkehr, was hast du hier gemacht? Ja, das war ich. Ich hab ein bisschen mit dem gekuschelt. Ey, keiner kommt hier durch wegen dir. Bist du immer noch im Kreisverkehr? Ja! Weil ich hier alles stehe und gucke mir den Kreisverkehr an. Du bist 0,7 Kilometer weg. Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse, Scheißdreck mach ich. Ich trete dir ins Gesicht. Da hat man einmal Vorsprung. Und dann wirst du 20 Mal in den Arsch ge***t und dann... Ja, so, ich bin jetzt gleich über alle Berge. Ja, ich weiß das, ein Kilometer. Bist du immer noch im Kreisverkehr? Nein! Nein, ich fahr nicht langsamer. Das war es dann auch schon wieder mit dem superklasse dollen Video. Schaut auf jeden Fall noch den zweiten Teil an. Bis dahin, macht's gut.